Morgen, hier ist JP aus der W211 Garage. Ihr seht ein Hinterrad und der Grund für dieses Hinterrad ist, dass ich die Feststellbremse wechseln muss. So eine Feststellbremse besteht bei einem W211 aus einer Trommelbremse, die in der Scheibenbremse sozusagen integriert ist. Dann hier unten drunter gibt es einen Seillängenausgleich, der macht dann gleichzeitig die automatische Nachstellung. Und dann hier vorne den Feststellbremshebel im Fahrerfußraum. Da müssen wir nichts dran machen. Am Seillängenausgleich schon. Und dann hinten natürlich die Bremse. Wir werden jetzt mal den Seillängenausgleich anfangen. Das kann man, wenn man pfuscht, ein bisschen weglassen. Aber ich würde empfehlen, man macht das mit. Ne? Also, weil der macht den Stellweg, stellt er automatisch nach. Und hier sollte man natürlich erstmal, wenn man eine neue Feststellbremse hinten einbaut, zurückstellen. Um an den Seillängenausgleich zu kommen, müsst ihr dieses Blech hier runter machen. Das sind zwei Teilbleche hier links und rechts. Ne? Hier ist eine Verschraubung hier und mit dieser Querstrebe sind die auch noch befestigt. Das werden wir jetzt mal abbauen und schauen, wie wir dann an den Seillängenausgleich kommen. Der liegt im Prinzip dann unter diesen Auspuffrohren, dann kommt die Kardanwelle und oben drüber liegt der Seillängenausgleich. Das gucken wir uns mal an. So, die Querstrebe habe ich schon mal gelöst. Ne? Die saß hier drüber. Das eine Blech habe ich auch schon gelöst. Jetzt das andere auch. Das lässt sich relativ einfach entnehmen. So, und jetzt habe ich hier beide Bleche, sind mit vier Schrauben befestigt. Die müsst ihr vorher einsprühen, beziehungsweise auch mal mit einem Brenner wärmen. Sonst kann es sein, dass ihr diese Schraubbolzen abreißt, ne? Beziehungsweise die Schraube verdichtet und habt ein bisschen zu tun, das abzumachen. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir den Seillängenausgleich sehen. Und ich sehe ihn. Moment, ich hole mal eine Lampe. So. Und wenn man hier reinguckt, hier sieht man den Seillängenausgleich. Jetzt ist hier, genau hier, wo ich drauf leuchte, hier vorne, wo der Lichtstrahl jetzt hingeht, da müssen wir jetzt in den Imbusschlüssel rein und das Teil zurückdrehen. Ich versuche das mal zu filmen. Ich besorge mir jetzt mal einen Imbusschlüssel und dann stellen wir das Ding zurück. Hier sieht man auch, hier kommt der Seilzug an von der Feststellbremse und hier an der Seite gehen die dann nach hinten ab. Jeweils links und rechts sind da, sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, sind die Seilzüge für die linke Feststellbremse und rechte Feststellbremse. So, und das Ding werden wir jetzt erstmal einfach entspannen, damit es sich das dann, und wenn wir die Bremse repariert haben, werden wir das neu machen, beziehungsweise dann wieder spannen, beziehungsweise sich selbst nachstellen lassen. Aber jetzt, das Günstigste ist, er geht jetzt hier mit dem Imbusschlüssel rein und entspannt das Ding erstmal. So, wie ihr seht, bin ich jetzt mit einem Fünfer, mit einer Verlängerung, einer kleinen Ratsche und einem Fünfer Inbus hier drauf. Aber es lässt sich im Moment nichts bewegen. Er müsste sich eigentlich stellen. Deshalb werden wir als zunächst erstmal die Bremse hinten abbauen und hoffen, dass wenn die Seilzüge ein bisschen mehr entspannt sind, dass sich es dann bewegen lässt. So, im nächsten Schritt werden wir das Hinterrad abbauen und die Bremse. Das machen wir auf beiden Seiten. Und die Bremse muss komplett natürlich runter samt Scheibe, damit wir an die Bremsbacken rankommen. So, als nächstes werden wir den Bremssattel hier abnehmen. Das Klopfen nicht weil stören lassen. Ich habe ein paar Handwerker, die meine Fassade machen. Von meiner. So, ich habe jetzt mal komplett alles abgebaut, Rad runtergenommen, den Bremssattel, der hier hängt, da, das ist ziemlich leicht, den könnt ihr einfach hängen lassen, abgenommen. Dazu schraubt man diese Bolzen hier raus. Diese sind zwei Stück Führungsbolzen. Ne? Die waren ein bisschen fest. Die werde ich sozusagen ersetzen, einschließlich der Hülsen in den Führungsbolzen. Das, was hier drin ist, das ist relativ günstig und gibt es neu. Danach schraubt man mit einer 18er Nuss den Bremssattel runter. Das ist das Ding.
Man sieht hier, die Bremse war schon mal neu, ne? Also das ist eine, die ist zehnagelneu, leider verrostet, Billigmaterial, sowas würde ich nicht kaufen, ne? Und hier sieht man auch, der das gemacht hat, der hat auf keinen Fall den Bremssattelträger sauber gemacht, und der muss sauber sein, die Führung für die Bremsen, sonst können die dann irgendwann klemmen. Der hat zwar ein bisschen Keramikpaste reingemacht, aber das ist nicht ausreichend. So, und dann löst man die Schraube hier, die Sicherungsschraube, die hier drin ist von der Bremsscheibe, und kann die versuchen runterziehen. Wenn das nicht klappt, ne, dann müsst ihr die Scheibe samt Narbe auf genau diese Position drehen und dreht an diesem Rändelrad, bis das Gewinde hier verschwindet. Ne. Dadurch gehen die Bremsbacken zusammen und dadurch lässt sich die Scheibe dann runterziehen. Alles klar, man macht das mit einem Schraubendreher, ich kann das mal vorführen. Durch das Schraubloch durch sozusagen, man dreht es genau dorthin. Und so stellt man das später auch wieder die Riche weiter ein und dreht sozusagen, ne, das Gewinde rein. Dadurch gehen die Bremsbacken zusammen, dadurch lässt sich die Scheibe dann einfach runterziehen. Umgekehrt, ne, wenn man es dann nachstellt und einstellt, sozusagen voreinstellt für die Feststellbremse, dann dreht man es wieder auf, so rum. Ne. Genau so funktioniert das. Und das kann man auch durch das Rad durchmachen, weil normal was nachzustellen ist. Ne. Eine Radschraube raus, und dann stellt man hier dran rum. Ne. Dazu kommen wir später. Wir drehen das jetzt erstmal ganz rein, ne, weil sich damit dann auch leichter die Bremse auseinandernehmen lässt. Im nächsten Schritt ziehen wir dann sozusagen die Sicherungsfedern raus, die Bremsbacken Nummer 1 und Nummer 2 hier unten in Position halten, drücken das ein bisschen auseinander, nehmen den Vorspannmechanismus raus, die Rändelschraube, und dann lässt sich das Ding im Prinzip abnehmen. So, zunächst werde ich jetzt mal die Federn rausmachen. Das ist ein bisschen beschwerlich, also braucht da ganz schön viel Kraft in der Hand, um so eine Spitzzange zusammenzudrücken, weil die Federn sind ziemlich straff. Mal sehen, ob das auf Anhieb passt. Drehen und dann hoffen, dass das Ding rausgeht. Die sind innen eingehangen, lassen sich leider. Will nicht raus. Drehen wir es mal in die andere Richtung beim Zusammendrücken. Das ist ein bisschen fummelig, ne? Also es kann dauern. Das Ding richtig packen. Drehen. Es rutscht leider raus. Schau, das Ding könnte eigentlich so gut wie draußen sein. Ist aber nicht. So, die Feder ist draußen. Die ist hinten eingehakt am Federblech. Ne? Die hier ist auch raus. Dann lasse ich Montiereisen. Zerrt die Dinger auseinander und entnimmt die Rändelschraube. Lässt die hintere Feder aushängen. Dann lässt die Backe vorne aushängen, hinten, und dann ist es so gut wie fertig. So, jetzt kann man noch, wenn man möchte, das machen wir nicht.
das Spreizschloss rausnehmen. Das sieht mir alles schon mal erneuert aus, ne? Aber wahrscheinlich nicht richtig eingestellt, deshalb funktioniert die auch nicht so richtig. Wenn man sich die Bremsbacken anguckt, hätte man auch nicht unbedingt tauschen müssen. Die sind eigentlich noch halb da. Aber wenn wir schon mal dabei sind, machen wir es neu und stellen das nochmal richtig ein. So. Das ganze Spiel machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Wenn die Dinger nicht, wenn das Spreizschloss, das ist das Spreizschloss hier nicht gängig ist, ne? Das ist hier sehr schön gängig, dann kann man das erneuern oder einfach ein bisschen sauber machen, ein bisschen einfetten, dann ist die Sache eigentlich geritzt. So, jetzt versuche ich nochmal. Das mache ich, dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite und dann bauen wir es wieder zusammen. So, jetzt sind beide Bremsen hinten komplett abgebaut und jetzt sollte sich die Sache so gestalten, dass man den Seillängen aus bewegen kann. Ihr seht, den kann man bewegen, da vorne ist ein Haken dran und den dreht ihr jetzt so weit ein, den Haken, bis der, bis der einhakt. Zurück. So. Und dort auch stehen bleibt. Ja. Und das kann er dann später wieder lösen, aber erstmal muss das Ding, zack, ist jetzt drin, ne? Eingehakt und so bleibt es auch. Ja. Und das, wenn er das dann, und später, wenn er das dann wieder, wenn er hinten alles angebaut hat, auch das umgekehrt, löst er das Ding wieder. Ne? So, und dann kann es passieren, da müsst ihr dann ein bisschen gucken, dass die, die Seile rausrutschen, wie jetzt hier auch, ne? Die müsstet ihr dann wieder reindrücken. Ja. Die Seile. Aber erstmal ist das Ding jetzt komplett ausgehakt. So, und entspannt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Gehen wir ein bisschen drüber. Die Auflageflächen. So, wenn das Gröbste wegmacht, reicht das vollkommen, ne? Und hier geht er mit der Drahtbürste auf alle Fälle drüber. Ich nehme jetzt gleich noch die Flexscheibe nehmen. Und das muss wirklich alles runter. Also die Flex mit der Drahtbürste vorne dran, da wird es richtig schön blank. Und dann liegt die Sache. Also man muss es nicht übertreiben, aber je blanker das ist, desto besser ist es. Ne? Wobei, das hier ist schon ganz gut. So. Dann Keramikpaste. Einmal gleich ein bisschen um die Narbe drumherum. Da klemmt das die Scheibe dann nicht drauf, beziehungsweise auch das Rad nicht später. Die Sachen hier werden eigentlich außenrum, das wird nicht gefettet und ne, soll einfach bloß gut auflegen. So, und dann macht man diese ganzen Auflageflächenpunkte. Nicht übertreiben, damit es nicht auf der Bremse landet. Ne? Überall, wo die Bremsbacken aufliegen, bisschen von dem Zeug drauf. Ne? Hier. Hier. Und hier.
Hier. So. So ein Bremsbacken-Set, so ein besseres, kostet hier von Bosch zum Beispiel. Also ich, ja, das ist ein preiswertes, gutes System. Das kostet mit allem drum und dran, was man eigentlich braucht, ein paar neuen Federn und vier Bremsbacken, kostet das, glaube ich, so knappe 26 Euro im geneigten Fachhandel. Ne? So. Und dann guckt man sich mal so ein bisschen an. Die sehen eigentlich immer gleich aus, die Teile. Ob es da Unterschiede gibt. Dazu kann man auch die alten, hier, das ist, ja, Federn, vier Bremsbacken. So, dazu kann man auch die alten Bremsbacken mal hernehmen, ne, und sich anschauen. Wenn man sie auch, das ist die hintere. Sieht genauso aus, wie sie aussehen soll. Das ist die vordere. Die sehen alle gleich aus. Kann man links wie rechts verbauen. Kann man eigentlich nichts falsch machen bei dem System hier. Ne? So. Naja, dann schnappt man sich eine neue Feder. So. Hängt die auf der rechten Seite ein. Ne? Das hier ist das Zeit, der schmale Schlitz hier. Der Schlitz, im Gegensatz zu diesem Stempel, ist oben. Ne? Das kommt in das. Das hängt sozusagen dann im Spreizschloss drin. Zack. Ne? Das hängt mal ein bisschen ein. So. Das ist jetzt ein bisschen fummelig. Also im Spreizschloss wieder in Position so ein bisschen, und dann müsst ihr das am Spreizschloss vorbei, am besten von unten, glaube ich, nach oben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch schon, die untere Bremsbacke, in das Spreizschloss einlegen. So, und dann zieht ihr das sozusagen drüber. So, und jetzt hängt ihr das in den oberen Teil vom Spreizschloss ein. Das macht sich am besten. Das ist auch ein bisschen fummelig. Das macht sich am besten, wenn man zum Beispiel so ein Montiereisen nimmt, dass die Feder ein bisschen auseinanderzieht. Da hier. Ich muss jetzt mal kurz die runtergefallene Hülse noch besorgen zu dieser Rändelschraube. Zwischenzeit fette ich das gleich mal noch ein bisschen ab. So, Hülse gefunden. Ich sehe zwar jetzt nichts, aber ich fette. Ich mache also ein bisschen Fett drauf. So. Hier haben wir ein bisschen Fett drauf gemacht. Und dann drehen wir es wieder komplett rein. Diese Rändelschrauben sitzen immer nach oben. Ne? Sehen zu, dass es alles gängig ist. Und dann setzen wir die Sache ein. Na, schon wieder abgestürzt. Das passiert des Öfteren. Ich besorge mir in der Zwischenzeit die kleine Feder. Die wird von innen eingehangen. Hier, Feder neu. Und das ist, glaube ich, das, was man, glaube ich, auch am besten zuerst macht, wenn ich mich recht entsinne.
das leider jedes Mal so, da ich das öfters mache und auch hin und wieder mal in einem anderen Fahrzeug, ändert sich natürlich die Vorgehensweise etwas. Und so, man hängt die Feder erstmal ein, was gar nicht so einfach ist von hinten. Man es auch gar nicht richtig sehe. Das Hinterradbremse ist immer ein bisschen fummelig, also zumindest dieses Feststellbremse, aber kriegen wir hin. Also es will sich nur einhängen lassen, das ist nicht schön. Das ist ein bisschen sehr herangebogen, die Sache, so dass sich es nicht durchführen lässt. Nicht schön. Zur Not hat man die alten Federn, ne? Nimmt man die. Die alten Federn, die fehlen von alleine raus. Und das hier. Zack. Jetzt hängt das Ding hier dran. Jetzt würde ich eigentlich empfehlen, jetzt hängt man das noch unten ein und setzt dann hinterher die Rändelschraube ein. Mal sehen, ob wir das gebacken kriegen. So, die Feder ist jetzt drin. So, und jetzt wird die Rändelschraube eingesetzt, wenn ich die Hülse, die jetzt runtergefallen ist, finde. So. So. Ich muss wahrscheinlich erstmal eine Suchaktion machen, bis es weitergeht. Ich parke das Ding jetzt erstmal hier. Zack. So, weiter geht's. Wir haben es. Da ist ein Schlitz drin, das passt genau auf die untere Bremsbacke. Ja. Ah, ist schon wieder abgestürzt. Das schätze ich erstmal das untere Teil ein. So. Besorg mir jetzt den oberen Part und ein Montiereisen. Heb das dann an, setze es zusammen. Dann hängt die erstmal, dann brauchst du sie sichern mit den beiden Federn. Moment. Hülse kommt. Also wenn man ein bisschen mehr Übung hat, geht das dann auch innerhalb von 5 Minuten. Jetzt sind wir ja schon fast eine Viertelstunde dabei, um die Bremse drauf zu machen. So, Montiereisen ist hier. Dann ziehe ich die beiden Bremsbacken auseinander hinten an der Feder. Ups. Ist rausgerutscht. Das hat er nicht so gemocht. Dann versuchen wir, die Feder ist rausgerutscht, hat sich sozusagen aufgebogen. Also die verträgt es nicht so sehr, also lang gedehnt zu werden. Also setze ich das mal vorher zusammen. Und versuche die Feder mit dem Haken dann einzuhängen. Wobei, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, dass diese Neufedern nicht ganz so stabil sind wie die Altfedern. Deshalb wäre ich fast geneigt, diese alte Feder wieder zu verwenden, die hier auch
irgendwo rumlegen müsste. Na, schauen wir mal. Einzuhängen nochmal. Das ist gar nicht so einfach. Nee, also so wird es nichts. Ich suche jetzt nochmal nach der alten Feder, die müsste hier noch ein bisschen rumliegen. Und dann machen wir, also nehmen wir nochmal einen Versuch. Das Ding dann einzuhängen, weil das gefällt mir so eigentlich nicht. Also ich nehme die ganze Sache nochmal raus. Die Sache hier wieder zusammen. Hängt das ein? Setz das die Rändelschraube ein und versuche das ein bisschen zahmer drauf zu heben, was mir im Moment nicht gelingt. So. Eisen. Wo ist es? Heben die Overbremsbacke ein bisschen an. Versuchen, das haben das jetzt eigentlich so. Jetzt hängt das Ding hier einigermaßen. Jetzt richten wir es wieder ein bisschen aus, so dass es alles so halbwegs passt. Ne? Das hängt überall drin, dort wo es drin hängen soll. So und setzen jetzt erstmal die neuen Federn mit ein, die Bremsbacken arretieren. Neue Feder. Eine Spitzzange dazu. So. Dann richtet man die ganze Sache ein bisschen aus. Dreht sich ein Loch hin. Richtet die Sache ein bisschen aus. Dazu bräuchte man dann auch noch mal eine Lampe, um zu sehen. Schon, dann hängt man die Feder rein, ne, dreht die um 90 Grad und dann hängt die Bremsbacke hängt jetzt hier schön dran und lässt sich auch halbwegs gut bewegen. So. Das
Ganze macht man jetzt nach unten, dreht sich so ein Loch hin. Hier sehe ich schon den Schlitz. Nimmt eine neue Feder, die hier sind. Kann auch die alten verwenden, die sind meistens noch gut. Das alte Zeug hebt man so erstmal auf, falls man irgendeine Feder wegspringt und man die nicht mehr findet, hat man noch einen Ersatz. Dasselbe hier. Wenn es gerade drehen. So. Und jetzt hängt die Sache eigentlich so, wie sie soll. Später, ne, dreht man das Ganze, kann man hier am Rändelrad die ganze Schraube, den ganzen Mechanismus ein bisschen vorspannen und dann mit dem Seillängenausgleich bzw. mit dem automatischen Seillängenausgleich das Ganze dann anpassen. Ja. Damit wäre die Sache hier schon mal erledigt. Jetzt baue ich die Bremse wieder drauf. Ja. Die Scheibe als nächstes. Und bevor wir die Scheibe drauf bauen, ne, ist es, damit die Bremse eine gute Wirkung erzeugt, ne, ist es eigentlich wichtig, also vom Anfang an, dass ihr das Ding hier ein bisschen schleift. Nehmt da sehr grobes Papier, Schleifpapier, meinetwegen 80er oder so, und schleift das Ding einmal komplett aus. Und entfernt, falls da ein Ölfilm, falls die Bremsen geölt sind, diese billigen sind meistens geölt, entfernt diesen Ölfilm auch vorher mit Bremsenreiniger. Die besseren, die sind beschichtet, damit sie nicht rosten. Da müsst ihr die Beschichtung runterschleifen, weil das bremst auch nicht besonders gut. Ihr könnt auch mal hier mit der mit dem Schleifpapier drüber gehen, aber am besten ihr schleift das komplett aus und entfernt jegliches Fett, weil sonst funktioniert selbst eine neue Feststellbremse nicht gut. Dann später kommen wir noch dazu, wie man die dann also dazu kriegt, dass sie eine optimale Wirkung entfaltet, aber erstmal das muss sauber werden, ne? Und dann die Scheibe hier drauf. Ich guck mal, ob ich gleich hier ein bisschen was rumliegen habe an Schleifpapier. Irgendwas alles. Was man dazu verwenden kann. Hier, ich habe so einen Schleifschwamm. Mit dem gehe ich jetzt mal. Mit dem gebe ich hier durch und mit so einem groben Ding. Und mache das jetzt hier komplett sauber. So. Erstens sauber, zweitens aufrauen. Ne? Das ist, hat natürlich nur eine gute Reibung, wenn das Ding wirklich rau ist. Ne? Man bremst es dann später auch noch ein bisschen ein. Aber prinzipiell müsst ihr das Ding erstmal so hinbasteln, dass das gebrauchbar, von vornherein gebrauchbar ist. Schön aufrohren. Schau wieder drauf. Die Sicherungsschraube auch wieder drauf. Das müsste jetzt ziemlich locker drauf gehen, ne? Weil die Feder ist ja nicht mit der anderen Rändelschraube vorgespannt. Die Bremsbacken. Die Schraube hier, die braucht ihr nicht sehr festzuziehen. Sollte die auch nicht festzuziehen. Die lässt sich dann sonst wieder schwierig lösen. Und wenn man Pech hat, wenn man die Bremsscheibe mal abbauen muss, aus irgendeinem Grund, kriegt man die nicht raus und muss die aufbohren, was wirklich ein vermeidbarer Zustand ist und auch Arbeit. Ne? Also nimm die und zieh die jetzt also wirklich locker drauf. Die ist nur zur Sicherung da. Zack, so handfest. Ne? Der Rest, den übernehmen die Radbolzen, die ziehen die Scheibe recht rauf. So, dann könnte man, ne, sorgt dafür, dass die Dinger gut runtergehen. Das ist eine nagelneue Scheibe und schon so verrostet, das ist eine Schande. Aber das ist eben, das ist die Krux mit dem Billigmaterial. Ne? Bei langen Standzeiten muss man auch damit rechnen. Da sieht man noch
die Maserung vom Schleifen. Bei längerer Standzeit muss man damit rechnen, dass das Loch Fraß kriegt und die kriegt man auch nicht mehr weggebremst. Ne? Also damit tut man sich eigentlich keinen Gefallen. Das ist zwar wirklich günstig und es funktioniert erstmal, aber sowas ist eigentlich ungebrauchbar an Material. So, wenn wir das sind, dann schrauben wir jetzt den Bremssattelträger wieder drauf. Da hat man schon drüber gesprochen. Der braucht auch ein bisschen Nacharbeit. Das muss, der Dreck muss raus. Also gehe ich ja nochmal eine Feile durch. Und den Schwimmbremssattel wieder drauf. Ne? Dings wieder anschließen. Das hier ungefähr, ne? Die Schrauben sind für 120 Newtonmeter ausgelegt. Aber ich glaube, hinten wird es, glaube ich, mit 70, 80 Newtonmeter wird der Bremssattel drauf gezogen. Aber 120 gehen auch. Die 12er Schraube, 10,9. Also 100 Newtonmeter liegt da nicht falsch. Den Schwimmbremssattel ungefähr mit 25 Newtonmeter hinten. Und diese Bolzen hier, da kommen wir nochmal zu. Es gibt diese so preiswerte Sets, die kosten 3,45, wenn man die richtigen nimmt, oder der richtigen Firma. Ne? Da ist alles mit bei. Da ist Fett mit bei. Da sind die Hülsen mit dabei. Da sind die Abdeckungen hier mit dabei. Ja? Und die Bolzen sind mit bei. Mit Schraubensicherungsmittel mit drauf. Ne? Und das sind auch schönere Bolzen. Die waren vorher hier als die alten, die waren vorher auch mal ersetzt. Da ist so ein kleiner Torx drauf, wo man seinen Torx auch nicht mal richtig einführen kann. Was natürlich, wenn die mal festgerostet sind, dazu führen kann, dass man die auch rausbohren muss. Ne? Und hier hat man einen schönen großen Torx. Ich glaube, es sind 6er oder 7er sogar. Ne? Also das ist schöner. Sollte man auch, wie gesagt, nicht festrammeln. Dafür ist das Zeug drauf, 25 Newtonmeter reicht völlig, ne? Weil die führen ja bloß. So, und das tauscht man auch noch aus hier. Das zeige ich auch gleich nochmal, weil da gibt es eine kleine Schwierigkeit, die man beachten muss. Ansonsten hat man da echt Schmerz, diese Hülse wieder einzuführen. Da haben sich bestimmt schon einige die Zähne dran ausgebissen. Das zeige ich dann vielleicht nochmal, bevor wir das... aber zunächst brauche ich das erstmal so weit zusammen, dass es verwendbar ist. So, bevor wir jetzt weitermachen, vielleicht doch nochmal... Bevor ihr den Bremssattelträger, das ist er, ne, anschraubt, muss der sauber sein. Und zwar blitzeblank. Weil sonst klemmen hier drin, kleiden die Bremsbacken hin und her, also die Bremsbeläge. Und wenn die nicht kleiden können, dann kann es sein, dass die Bremse heiß wird und dass sie sich vorzeitig abnutzen und dass sie auch nicht optimal funktioniert. Ne? Hier, das war neu gemacht. Ne? Da hat er also sozusagen, der die Bremse gemacht hat, gar nichts dran gemacht. Und da ist alles noch drin. Und das führt nachher, wie ihr seht, ne? Und das geht gar nicht. Das muss klinisch rein sein. Ne? Hier komme ich mit einer Schrubbscheibe rein. Normalerweise würde ich mit einer Schrubbscheibe machen, weil es ruckzuck gemacht. Da habe ich eine feine Feile genommen und den ganzen Rost und die Belege runtergemacht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann haut ihr da, Moment, ich muss mal, noch ein bisschen Keramikpaste drauf. Und zwar das hier. Eine bessere, nicht so ein billiges Zeug, das wird steinhart und so ein schönes, das bleibt dann jahrelang genauso wie es ist und ohne Dreck anzuziehen. Ne? Sparsam, aber da muss ein bisschen was drauf und damit so. Und damit seid ihr dann im Prinzip fertig. Ja, ihr müsst den Bremsträger ordentlich bearbeiten, runter machen. Also, und auch wenn ihr bloß Bremsbacken tauscht, das Ding muss runter. Und die Scheibe behalten wollt, Scheibe runter, Bremsträger runter und den sauber machen. Das habe ich nochmal in einem anderen Video gezeigt, ne? Aber das wollte ich nochmal hier loswerden. Ansonsten ist es eigentlich Pfusch, was man macht. So, wir werden jetzt den Bremssattel, also den Bremsträger ist befestigt. Das habe ich mit 100 Newtonmetern draufgezogen, die ganze Sache hier oben mit freier Schnauze, freier Hand. Ungefähr 100 Meter. Jetzt muss dieser Bremssattel wieder drauf. Ne? Die Führung hatte ich sauber gemacht, das habe ich euch auch gezeigt. Und jetzt holen wir diese vergammelten Hülsen raus. Dazu brauchen wir eigentlich eine Zange. Mal sehen, ob ich die mit der Zange rauskriege. Ziehen die raus. Zack, draußen. Und dasselbe hier raus. Die klebt hier drin, zack, ist drin. Und um die das neue Set jetzt wieder einzubauen, ne, müsst ihr das ein bisschen fetten.
und die Führung hier drinnen auch. Wenn die Führung hier drinnen Rost angesetzt haben, das haben die hier nicht, ne? Dann ist es, das hier müsst ihr auch noch rausmachen, den Bremsbelag, dann könnt ihr das noch einführen. Dann müsst ihr hier mit einer Drahtbürste durch und das wirklich sauber machen. Die hier sehen relativ gut aus, ne? Also viel Rost, da könnt ihr die reinschieben. Ansonsten mit Rost kriegt ihr diese Gummidinger auf keinen Fall durch. Also ich werde jetzt mal... Hülse Nummer 1. Das werden wir mal kurz. Moment. Ein kleines Loch rein. Zack. So, jetzt muss Fett hier außen drauf, sonst rutschen die nicht rein. Ne? Das wird super mühsam. Und ein Haufen Fett hier innen rein, damit die Bolzen, da sind so kleine Vertiefrillen drin und da schmiert ihr das dann ordentlich rein. Hier nehmen wir irgendwas Spitzes. Und verteilt das da drin, in diesen Rillen. Das sorgt dafür, dass die Bolzen lange leben. Schön verteilen, beiden Seiten. So. So, dann schnappt ihr euch den Bremssattel und dann drückt ihr die natürlich von der richtigen Seite aus, das wäre die hier rein. Ja. Und das ist ein bisschen beschwerlich, für die, weil die ein bisschen überstehen. Außen ist gefettet, ne? Und dann reindrücken. Reindrücken und schieben. Und das geht nur, wenn es nachher drin verrostet ist, ne? Das Reinschieben. Das ist, wenn die lange, wenn die ein bisschen verrotteter sind, die sind ja so verrottet hier, diese Dinge, dann müsst ihr das mit einer Drahtbürste und einen Akkuschrauber wirklich erst sauber machen, sonst gehen die nicht durch. Da könnt ihr euch bemühen, wie ihr wollt. Das funktioniert nicht. So, jetzt haben wir das gemacht. Und dann nehmen wir zum kleinen Bolzen. Ja, da ist schon ein bisschen was drauf. Und schieben den hier rein. So, jetzt ist ein bisschen Fett hier raus, hier hinten dran, aber es ist nicht schlimm. Weil wir haben sie in den Rillen reingedrückt, verteilen das ein bisschen. So, und schieben den rein. So, erstmal. So, und dasselbe machen wir mit der anderen Seite. Hier ist der Bolzen. Hier ist die neue Hülse. Kleidhülse. Und dasselbe Spielchen nochmal. Ordentlich Fett rein, ein bisschen was außen drauf. Das reicht gerade so. Kostet zwar nichts, aber gehen trotzdem immer sehr sparsam damit um. So. Außen was in was drauf, damit die reinkleidet. Das Zeug hier drin schön verteilen in den Rillen, damit es immer schön geschmiert ist, der Bolzen. Der Kleidbolzen. Schön rein. Schön verteilen. So. Dann das Ding hier reinfummeln. Das kann wirklich sehr, sehr beschwerlich sein. Das kann auch sein, dass man die Dinger mit der Zange anpacken muss, weil die erstens ein bisschen fettig sind und nicht durchrutschen wollen. Aber der rutscht ja durch, weil die sahen innen drin gut aus. Dann Bolzen. Rein. So. Ja, und dann schraubt man das Ding mit 25 Newtonmetern, also handfest drauf. Ne? Zuvor macht man natürlich wieder die Bremsbacken rein, sieht man diese nagelneu. Ne? Möglichst ohne die Dinger fertig, die Leitflächen fertig zu machen, wenn man fertige Handschuhe hat. Zack. Verschleißsensor gibt es nur rechts bei dem Modell. Können wir auch gleich wieder anschließen. Ja. Zack. So, dann suchen wir uns einen passenden Imbus. Was immer das ist.
Schauen wir mal. Dazu nehme ich mir eine 3/8 Zoll Ratsche, ist genau die richtige Größe. Einen größeren Bit, falls ich einen dafür habe. Schauen wir. Irgendeiner fehlt hier. Ich weiß aber auch noch, wo er ist. Der ist wahrscheinlich zu groß. Ja, leider. Und der passende ist nicht drin in meiner Box. Was schlecht ist. So, ich suche den erstmal. Halt das mal an. So. So, an der Bärflagge drauf gemacht. Welchen Bit gefunden, 3/8 Zoll. Dann das Ganze hier schön angesetzt. Und dann schraubt das einfach an. So, jetzt fast da. Müssen ein bisschen anheben und schauen. Und das könnt ihr auch gleich anziehen, das Ding ist so und so gleiten. Ne? Auf diesen 25 Newtonmeter, das reicht. Ne? Der Rest ist durch die Schraubensicherung gesichert. So, die, darauf müssen die, auf diesen Bolts müssen die jetzt hin und her gleiten. So. So, mir unten noch das Loch. Anzuschrauben. Jetzt. So, dann. So, damit ist, kann das Ding hier hinherfahren. Ne? Das zieht sich da, wenn der Kolben rauskommt, zieht sich das dann fest drauf. Und damit das Ding nicht klappert, muss noch eine Feder drauf. Ne? Die hier. Geht auch mit Federblechen. Ne? Aber das hier ist sozusagen. So, damit ist das klapperfrei, jetzt kann es wieder hinherfahren. Aber legt sich dann an, genau. Ne? So, und damit ist die Bremse fertig. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt muss die, jetzt müssen die Bremsbacken erstmal prinzipiell angelegt werden, damit er, bis der Seilengausgleich dann korrekt arbeiten kann. Und das hatte ich euch vorhin gezeigt, ihr müsst diese Rändelschraube hier, die hier drin sitzt, drehen. Und da geht ihr nach folgender Methode vor, ihr dreht die Rändelschraube raus, bis dies, diese Scheibe hier nicht mehr drehen lässt. Ne? Und das, wie gesagt, da geht dann durch ein man sucht sich die Rändelschraube, die habe ich sogar hier genau getroffen, und dann dreht man diese Rändelschraube so lange, bis sich, und probiert immer mal wieder, ob sich drehen lässt. Ja, sind dran. Habe ich es jetzt zugedreht oder auf? Ich habe es zugedreht. Also müssen wir noch ein bisschen aufdrehen, so dass sich das Schloss spreizt. Das haben wir ja ein bisschen gefettet. Das geht hier wie das Brezelbacken. So, jetzt gucken wir mal. Fängt schon an zu schleifen, ne? Ein bisschen dran. Man hört es. So, jetzt hole ich mir wieder die Rändelschraube und schraube die weiter rum. Naja, so richtig funktioniert das jetzt nicht. Die jetzt nur wenig rausgedreht. Ja, jetzt kommt sie.
Das lässt sich nur bloß zahnweise drehen. Ne? Sollte man auch bloß nochmal eins haben. Sonst kann sich's verkeilen. So. Jetzt hat sich das Spreizschloss schon ein bisschen gespreizt. Das Seillängenausgleich ist entspannt. Jetzt gucken wir mal. Ja, es lässt sich noch drehen. Ne? Wir machen das jetzt so lange, bis das Ding anliegt. Vielleicht ein 3 mm hat sich das gespreizte Schloss. Ist nicht mehr als viel. Wenn es dann langsam schwer wird, merkt man schon, dass sie sich dann anlegen. Ne? Probieren wir nochmal. Jetzt schleift es schön. Aber noch ein paar Zähnchen. Und so, macht das, schraubt dieses Spreizschloss so weit auseinander, bis es das geht dann zum Schluss ein bisschen schwieriger. Und dann ist es auch manchmal günstiger, sich einen etwas schmaleren, aber stabileren Schraubendreher zu suchen. So, jetzt dürfte es eigentlich sich so gut wie nicht mehr drehen lassen. Ja, es geht noch ein bisschen. Alles ganz gut, wenn er das so lange macht, bis das Ding fest ist. Ich hole mir jetzt erstmal einen anderen Schraubendreher, mit dem ich ein bisschen mehr hebeln kann. Ja. Komme ich hier rein? Hier ist es da. Immer zahlenweise so 3 macht er jetzt, wenn es fest ist. Und guckt mal, ob sich das Ding noch bewegen lassen. Das Ding ist es fest, ne? So, und Mercedes sagt jetzt so 18er auf. Aber ich prüfe das mal lieber ein bisschen anders. Und zwar schraube ich jetzt mal irgendwo eine Schraube rein. Eine Radschraube. Und hier eine. Und bewege das Ding nochmal. Weil sich das manchmal in irgendeiner Form setzt. Nehme ein großes Montiereisen. Das reicht eigentlich. Ja. Und versucht das mal zu drehen. Also es ist auf alle Fälle fest. Ne? Und es ist auch keine Schande, wenn ihr das mal durchdreht, weil dann passen sich die Dinger an. Ich will es in beide Richtungen drehen. Ja. Viel fester braucht das nicht zu ziehen, weil dann könnt ihr es nicht mehr drehen und einstellen. So. So, und jetzt drehen wir nochmal so, dass es passt. Und jetzt lösen wir es, sodass es überhaupt nicht mehr schleift, beziehungsweise sagt Mercedes, beziehungsweise ich stelle das so ein, dass es ein bisschen schleift, dann passen die, legen sich perfekt dann später an. Es sind bei der ersten Fahrt mal ein bisschen heiß, dann rubbelt sich alles zurecht und dann funktioniert das ziemlich lang anhalten, so weiter, wie es eigentlich ist. So, ich gucke jetzt noch mal rein. Hier ist die Rändelschraube. Ich drehe die jetzt mal 2 Zähne zurück und probiere dann mal, wie sie ist. So. Und probiere einfach mal, ob wie sich es drehen lässt. Und ich würde sagen, vielleicht noch ein Zahn schleift jetzt noch ein bisschen. Das würde sich dann wegschleifen. Ich mache noch ein Zahn auf und dann ist gut. Also ich habe jetzt 3 Zähne gelöst. Ne? Also das dürfte dann passend sein. Also Mercedes schreibt in der Mist, dass man das, ich glaube, 8 Zähne zurückdrehen soll, aber dann ist frei. So, jetzt gucken wir mal, wie es ist. Oh ja, es schleift noch ein bisschen. Machen wir so ein bisschen mehr auf.
kleine Ecke. Nochmal. Das wären schon 6 Zähne hier zurück. So, das halte ich als, das dreht jetzt relativ frei. Man hört es manchmal noch so leicht anliegen, schleifen in bestimmten Positionen. Aber das ist in Ordnung, das schleift sich zurecht mit der ersten Fahrt. Man muss dann so und so nochmal, wenn man fertig ist, den Seillängenausgleich dann wieder in Normalposition zurückstellt, dann muss man so und so nochmal eine kleine Probefahrt machen, die Bremse 5-6 Mal anlegen und auch mal 30 Meter vor und 30 Meter zurück, jeweils in 10 langsam und halb gedrehter Bremse, damit sich das schön einschleift und anpasst. Das zeige ich aber dann auch nochmal. Das lassen wir so. Das ist gut. So, im Prinzip kann jetzt, ist die Bremse repariert und damit kann das Rad drauf. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist eine Probefahrt und die Bremse ein bisschen einbremsen, die Stellbremse. Vielleicht, das macht er im Prinzip, wie gesagt, zieh die Bremse halb an. Also legt die so und so ein paar Mal an, damit sie schön anlegt und der Seillängenausgleich einstellt. Und dann fahrt er 10 Meter vorwärts mit gezogener Handbremse und 10 Meter rückwärts mit leicht gezogener Feststellbremse und damit ist das eigentlich eingestellt. Aber ich mache das mit den anderen Seilen, gucken wir uns mal den Seillängenausgleich an und dann machen wir eine Probefahrt oder auch nicht. Schauen wir mal. Gut, dabei. So, wir gucken jetzt, dass der Seillängenausgleich jetzt wieder ausgehangen wird. Aber wie ich auch mal schon. Ist der schon? Es hängt alles dran, aber lässt sich auch gar nicht mehr groß bewegen. Das ist irgendwie schon fest. Ah, jetzt ist er locker. Ja, ne? Und jetzt kann er sich im Prinzip beim Betätigen der Feststellbremse automatisch nachstellen. Ne? So, weil wirklich locker. Jetzt können wir im Prinzip können wir jetzt alles rausnehmen. Ne? Sieht man hier. So, und jetzt kann er sich selber selbstständig nachstellen. Ich nehme jetzt mal noch das Falktesten und drehe nochmal an den Hinterrädern, damit man gucken kann, ob die jetzt auch noch wirklich frei laufen oder ob es groß schleift. Andersrum. Ja, die liegen ganz leicht an. Ne? Das schleift sich zurecht, so wie es eigentlich sein muss, weil das können wir an der anderen Seite. Das schleift ein bisschen zirkeln. Ne? Das sind jetzt nicht die Bremsbacken. Ja, das ist tipptopp. So, der Seillängenausgleich ist auch freigängig. Ne? Und jetzt durch das Betätigen der Fußfeststellbremse strafft er sich nach. Und zwar in diesen Zähnen, die wir hier oben sieht. Ich ziehe das Ganze mal raus. Dann gucken wir uns das mal an. Wenn ich das abkriege. Ja. So. Und jetzt betätigt das zweite Mal die Fußfeststellbremse und dann haken diese Haken dann einfach nach. Ne? Los geht's. Gut. Ja. Ja. Locker lassen, genau. Und die spannt sich dann immer mehr. Ne? Man sieht, wenn man es entspannt, schnappt der Haken, dann schnappt dieses, das ist ein konisches Zahnrad, das wird immer weiter, schnappt das immer weiter rein. Ne? Bis es dann nicht mehr geht. Ja, immer wieder. So, jetzt Falk, mach doch mal, so, das ist fest, ne, wenn das gezogen ist. So, mach mal auf Zahn, drück mal nur einen Zahn fest. Um es nochmal zu drehen. Ja, genau. Ne? Und wenn man dann 2, 3, 4, 5 Zähne hat, dann ist es dann hammerfest. Nicht? Das Ding hängt fest, ne? Drehst du nicht, oder? Ganz leicht. Fängt, wenn du richtig drehst. Ist also das ist bloß mit der Hand festgestellt. Oh. Kannst du ja noch weiter drücken. Ja. Eins, drei.
10 ist fest. Schon, ja, ist schwierig, ne? Machen wir mit Schwung das Ding richtig fest. Jawohl, schon 3, 4, 5 Zehner, ne? Jetzt ist dann gehört. Da bewegst du nichts mehr. Das scheint wirklich gut zu funktionieren. Ne? So, und jetzt steht eigentlich bloß wieder an, die Bleche müssen jetzt, die hier rumliegen, müssen wieder ran. Dieser Stabilisierungssteg muss wieder ran, 20 Newtonmeter. Ne? Und 20, 25 Newtonmeter. Und dann ist er eigentlich hier unten rum fertig. Dann steht eigentlich bloß noch eine Probefahrt an. Die dann, mit der man dann sozusagen die Bremse erstmal ein bisschen überprüft, die Feststellbremse ein paar Mal betätigt, damit die sich, die stellt sich selber nach, also da braucht man wirklich nichts weiter zu machen. Wenn man legt es hinten bloß einmal an und dann, dann schleift man die einmal ein, indem man dann mit einem halbgezogenen 3-4 Zähne, ne, halbgezogenen Brandbremse mal 10 Meter vorwärts fährt, dann ne, wieder locker lässt, das Ganze nochmal macht, 10 Meter, so 30 Meter ne, in 10er Schritten immer vorwärts und das Ganze auch mal rückwärts. Und dann ist die gut eingeschliffen, dann blockiert die auch ordentlich. Ne. Das ist eigentlich, damit sind wir eigentlich fertig. Durch das Video, beziehungsweise durch den Wechsel der Bremse, der Feststellbremse, ne, die ist jetzt komplett eingestellt, da passiert auch nicht mehr viel, ein bisschen einbremsen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like, ein Abo würde ich mich so super freuen, auch über Superfangs. Das könnte ich noch ein bisschen Ausrüstung investieren. Und ja, ansonsten stay tuned, da kommt noch mehr.